Ich grüße euch, meine lieben Zuschauer. So, ihr wundert euch, warum nehme ich Grit nicht im Livestream auf und warum beschwere ich mich so oft über meinen Rechner? Ja, Freunde, das kann ich euch ganz einfach beantworten. Und zwar mit diesem wunderschönen Ding hier. Bildschirmaufnahme. Das muss ich kurz mal gucken. Hier. So, das schieben wir mal hier rüber. Ja, Cinebench. Der eine oder andere müsste es kennen. So, hier steht mein Prozessor. Gigahertz, wie viel Threads, wie viel Kerne. So. Bis dahin so jetzt leserisch schick und schön, aber schlecht halt. Ja. So. Hier sieht man es, ich bin Vorletzter. Das ist schon eines der schlechtesten auf dieser Wertungsklasse. Ja. So, jetzt guckt euch das mal an. So, ich drücke jetzt mal OpenGL, klar, OpenGL. Ne, hier, CPU. Auch ohne OBS würde es jetzt so langsam laufen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, durch OBS läuft das so langsam. Das würde auch mit oder ohne OBS so scheiße laufen. So, starten wir jetzt mal hier. Dann wisst ihr, warum ich das nicht gerne mache. Dann wisst ihr auch, warum die Eingabeverzögerungen sind. Jetzt guckt euch das mal an, wie langsam der Rendern tut. Schon krass, ne? Das kannst du mit dem heutigen CPU gar nicht mehr vergleichen. Wir lesen das ganz schnell ratatat. Und meiner hier, der war auch 40 Jahre. Es lag um 3 Uhr früh. Ich dachte mir, bevor du ins Bett gehst, zeigst du noch schnell, weil nachher kommt ja um 9 Uhr schon der Livestream, da muss ich auf die Beine stehen. Das heißt, ich habe noch ungefähr noch 5 Stunden Zeit zum Schlafen und die brauche ich. Guckt euch das an. Der rendert das so langsam, bis der fertig wird. Das sind über 2 Minuten hier, die ich brauche. Kriegst du die heutigen CPUs nicht hin? Die brauchen vielleicht gerade mal 1 Minute, 50 Sekunden, weil die ist das Bild fertig. Guck mal, der eine Kern ist ja noch nicht mehr fertig mit Rendern. Ja, also. Deswegen kommen die Eingabeverzögerungen und das Geruckle beim Lenkrad, weil das. Der CPU, dass die Eingaben nicht so schnell berechnen kann. Durch den Stream, durch das Spiel selber. In dem Fall der Grid. Und deswegen könnte man letztes Battlefield 1 auch nicht aufnehmen, die Trial, weil ganz einfach der CPU zu langsam ist. Ja. Dann zu meinem Geburtstag, oder zumindest einen Tag später, also am 30. kriege ich ja eine Abhilfe. Den neuen AMD FX, wenn alles klappt, wie soll. Den kriege ich den. Dann läuft das hier alles wesentlich schneller. Machen wir den Test nochmal. Im Livestream. Dann werdet ihr sehen, das läuft dann alles viel besser. Einmal mit Livestream, einmal ohne Livestream. Dann könnt ihr mal den Vergleich machen. Der Vergleich wird minimal ausfallen. Die ersten 3 Kerne sind die, die am meisten pumpen müssen. Der letzte vierte Kern, der macht kaum was. Der, bis der nachlädt. Scheiße, ey, guckt euch das an. Da wundert es mich, dass Battlefield 1 noch halbwegs spielen kann. Ganz ehrlich. Junge, 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 Junge. War schon hart. Na hier, guckt euch an. 232 Punkte. Das ist gar nichts. Nichts. Gut, ich hoffe, ich konnte euch damit jetzt mal zeigen, warum ich das mit Grit so scheiße ernst meine und warum das da so rumleckt in den Livestreams und das und das und das. Damit ihr jetzt versteht, was ich damit meine. Was da wirklich schwach ist. Gut, dann würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht. Und ich bin hier mit raus, wollte es euch bloß mal zeigen und ich gehe jetzt auch in die Koja. Wir sehen uns um 9 Uhr. Beziehungsweise in den Aufnahmen von Grid wieder und den anderen ganzen Gedöns, was ich hier so biete auf dem Kanal. Ich habe gerade richtig Flashback für müde hier. Also Jungs, Mädels.
Ösis und was mich noch alles zuschaut. Euch noch einen schönen Abend und ich bin jetzt wirklich raus. Ade.